Hallo zusammen, das ist jetzt Tag 1 mit der Böhm Sempra SE40. Ich muss zunächst mal mit der Technik vertraut werden, jede Menge Knöpfe. Allerdings der Vorteil, im Vergleich zu einem Keyboard hat man für viele Funktionen einen direkten Zugriff. Die Knöpfe sind direkt vor Ort, also es gibt eine eigene Sektion für die reinen Orgelsounds, die will ich gleich einmal ausprobieren. Und man hat 8 Parts, also im Vergleich zu einem Keyboard 3 Parts oder 4 Parts. Hier sind es 8 Parts. Und man kann das Keyboard splitten. Auch dafür muss ich nicht in ein Menü gehen. Es gibt da einen Knopf. Das ist der Split-Knopf. Und ich drücke den und tippe auf eine Taste und das gleiche auf dem Untermanual. Und schon sind meine beiden Splitpunkte eingestellt. Ich habe also oberes Manual rechts und links, unteres Manual rechts und links. Und als erstes natürlich, wenn man schon eine Orgel hat, auch wenn der Titel schon millionenfach gespielt wurde und vielleicht schon die Ohren rauskommt, aber so ein bisschen Tico-Tico muss jetzt mal sein. Und ich muss natürlich mal probieren, ob die Füße noch nicht eingerostet sind. Also, es läuft ein Begleitautomat, allerdings ohne Bass. Den spiele ich mit dem Fußbass, mit dem Pedal. Viel Spaß und drückt mir die Daumen.